Grüezi, das Video soll euch Zürich näher bringen. Und unsere Postkarte, kauft unsere Postkarte. Es folgt ein kurzer improvisierter Beitrag. Hallo Welt, das ist Zürich. Kurz zusammengefasst, die allergrößte Stadt im Kanton Zürich. Und hier sehen wir das 1. Mai-Taxi. Ein für das Stadtbild bekanntes Fahrzeug, das oft in der Langstraße anzutreffen ist. Zürich hat ein komplexes Verkehrsnetz. Mit dem Kern- und Auffangbecken für Verlorene, dem Hauptbahnhof Zürich. Und Kunst haben wir natürlich auch. Zum Beispiel den Fetten Engel. Außerdem sind wir bekannt für unsere Produktivität, unsere Arroganz und unsere Sauerkeit. Yeah, Wissen. Da wir bekanntlich keine Ressourcen haben, müssen wir ständig überlegen, wie wir zu Geld kommen, wodurch unsere Wissenstempel weltweit bekannt sind. Und wenn die ETH euch zu viel wird, ist es ein leichtes, sich mit der Polybahn in die Niederungen Zürich zu begeben. Von dort aus kann man sich der Limmat entlang zu einer historischen Kirche bewegen. Oder man kann sich durch die winzigen Gässlein der Altstadt zwängen. Und mit etwas Glück lassen sich Türen für sehr dünne Menschen finden, falls sie mal einen ausgebüxten Elefanten abhängen müssen. Und dann kann man noch durch weitere Gassen gehen. Bekannte Persönlichkeiten der Stadt Zürich sind Hans Waldmann, der einstige Bürgermeister der Stadt Zürich. Welcher später gefoltert und enthauptet wurde. Und er hatte tolle Sporen, was ihn auch zu einem Vorreiter der Cowboys machte, die auch aus dem Westen von Zürich kamen, wodurch die Band auch ihre Inspiration holt. Zudem bekannt ist die bärtige Dame von Zürich, Heidi Müller, welche ihre Autoschlüssel einst in einen Löwen verlor. Da sie in ganz Zürich so unbeliebt war, wurde der Löwe als Dank zum Wappentier erhoben. Der Findling vom Geistturm ist am Mauerstein, welcher am 10. Juni 1652 durch einen Blitzschlag in ein Pulvermagazin über 230 Meter weit weggeschleudert wurde. Das Großmünster ist das Wahrzeichen von Zürich. Und dort oben sitzt Karl der Große. Für den Preis von nur 4 Schweizer Franken darf man die 187 Treppenstufen des Turmes besteigen und die wunderschöne Aussicht genießen. Ach, fast so schön wie unsere Postkarte. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, euch mehr zu erzählen, da wir ans Sechseläuten gehen müssen. Yeah, Sechseläuten. Und falls ihr nun, so wie wir, nicht genug von dieser tollen Aussicht bekommen könnt, so kauft unsere Postkarte. Ja, hier die, genau. Kauft sie, kauft unsere Postkarte. Ja, genau.